lebst wohl auf dem Mond, Dad. Hast du noch nie was von Recycling gehört? Lammkeule, Schinkenknochen und ein Putenschenkel. Du lebst voll auf dem Mond, Parker. Hast du noch nie was von Recycling gehört? Ja. Jetzt essen. Seid gegrüßt, Flamingos. Tja, irgendwie schaffen wir es immer noch, was aus einem langweiligen Tag an der Santo Domingo High School rauszuholen. Ist euch klar, was ihr diesem Jungen angetan habt? In eurer Abartigkeit habt ihr seine Kleidung völlig durchnässt, ihn vor der gesamten Schülerschaft bloßgestellt und darüber hinaus das Amt meines Sonderbeauftragten lächerlich gemacht. Habt ihr irgendwas Wesentliches zu eurer Verteidigung zu sagen? Nicht ohne meinen Anwalt. Jetzt reicht's aber! Hast du vor, Komiker zu werden? Dann habe ich was für dich, worüber du dich schieflachen wirst, Mr. Groucho Marx. Wie gefällt dir das Zauberwort Elternkonferenz? Elternkonferenz? Ist Papier aufsammeln oder nachsitzen altmodisch geworden? Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Sirs, Miss Musso ist zurzeit übernervös. Und ich weiß auch warum. Nach ihrem Kalender kommt heute das Schulkomitee zu uns. Und wisst ihr, wer auch dabei ist? Dr. Penko. 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 Disziplin ist der Altar, auf dem pädagogische Opfer dargebracht werden. Blutige Opfer. Oh nein, bitte. Wunderbar, Penko. Wie begnadet. Diesen Satz muss ich mir unbedingt in ein Sitzkissen stecken. Mein Alphabetisierungsprogramm ist doch viel wichtiger als Dr. Penkos Vorhaben, Stechuhren für alle Schüler an der El Corrado High School einzuführen. Miss Musso scheint noch im finstersten Mittelalter zu leben. Erziehung ohne Zwang zum Gehorsam ist wie ein Tiger. Nein, wie eine Tigerin ohne Zähne. Mitleiderregend und jämmerlich. Nur noch dazu da, zu Kreuze zu kriechen und die Stiefel der rebellierenden Schülerschaft zu lecken. Hey, Parker, weißt du, wen er damit meint? Uns jedenfalls nicht, Sirs. Ihre Bitte ist notiert, Miss Musso. Aber Dr. Penko trifft als Vorsitzender des Haushaltskomitees die Entscheidungen. So ist es. Meine verehrten Kollegen, ich bin stolz, nein, beschämt, Ihnen bekannt zu geben, dass ich zum Leiter des Bundeserziehungsforums nominiert wurde, BEF genannt. Durch mein neues Amt in Washington würde unser Distrikt hier einen Fürsprecher auf allerhöchster Ebene erhalten. Und ich bin sicher, daran liegt Ihnen genauso viel wie mir. Deswegen hoffe ich auf Ihre Zustimmung. Ja. Ist es nicht so, dass die Zustimmung unseres Komitees zu Ihrem Urlaubsjahr einstimmig sein muss? Ich bin gar nicht so sicher, dass jeder von uns Ihre Wahl unterstützt. Zurück, zurück. Miss Musso? Ich heiße Musso. Oh, gleich beißt ihr ihr die Nase ab. Ich bin sicher, Sie können Ihre persönlichen Gefühle für einen kurzen Moment zurückstellen, oder? Oh. Oh. Dr. Penko. Nenne mich Norman. Norman? Ja. Kommt nicht in Frage! Wow. Penko hatte sie wie ein Dompteur gebändigt. Und ich dachte, man kann es ja mal versuchen. Jerry, hol die Schreibmaschine. Mir fällt da ein wunderbarer Liebesbrief ein. An Dr. Penko von Miss Grace Musso. Aber Sir, ist das nicht unmoralisch, unethisch und skrupellos? Doch. Sehr schön, Sir. Teurer Norman, du hast heute in mir etwas wachgerufen, das mich von Grund auf verändert hat. Du wandelst meinen Ärger in Liebe. Mein... Von allen Gängen, in allen Schulen, in allen Distrikten
kommt er in meine. Was soll das denn jetzt bedeuten? Was das bedeuten soll? Oh, das gefällt mir, Miss Musso. Das ist wirklich nicht schlecht. Dieses Spiel passt zu Ihnen. Es ist anregend und aufregend. Ich heiße Musso. Ich weiß. Es geht um gewisse Gefühle, die bei der Sitzung neulich wachgerufen wurden. Gefühle, die man nicht länger leugnen kann. Gefühle, die nur dann zünden, wenn zwei explosiv geladene Pole aufeinander zusteuern und dann... Kommt's mir nur so vor oder verstehen die beiden sich wirklich? Aufstellung einer Liste über die größten Liebespaare der Menschheit. Antonius und Cleopatra, Napoleon und Josephine, Warren Beatty und Madonna, Warren Beatty und Diane Keaton, Warren Beatty und... Naja, jetzt kennt die Geschichte ein weiteres Traumpaar, Grace Musso und Norman Pankow. Rivalen und Feinde, solange sie sich kennen. Und plötzlich, mit meiner Hilfe, schwärmen sie sich an. And they called it puppy love. Die beiden zusammenzubringen war ein verrückter Gedanke. Ich hätte nie gedacht, dass es so gut klappen würde. Oh, Norman. Heute stimmt einfach alles. Das Wetter, das Essen und diese herrliche Wiese. Ausstellung geht. Linke Seite, rechte Seite. Schusslinie. Feuer. Gut geschossen, Officer. Du bist ein sehr verführerischer Mann, Dr. Pankow. Da hast du mit Sicherheit recht. Ach, worin hast du den Doktor gemacht? Verrat mir das doch mal. In Psychologie? In Staatskunde vielleicht? Erziehungswissenschaften? Nein, in Strafrecht. An was denkst du, Grace? Oh, ich habe gerade daran gedacht, dass ich mich innerhalb einer Woche von Grund auf verändert habe. Du meinst, vor einer Woche warst du eine Schulleiterin, die von ihrer Arbeit besessen war. Eine Frau, die seit Urzeiten ohne Affären gelebt hat und ohne jede Aussicht auf eine romantische Liaison. Nein, ich dachte daran, dass ich dich vor einer Woche noch mit allen Mitteln aus unserem Schulbezirk treiben wollte. Und nun? Für uns ist nur... Das jetzt wichtig, Grace. Oh, nicht zu fassen, dass ich hier händchenhaltend mit einem Mann stehe, den ich immer vernichten wollte. Einem Mann, für den ich extra den Schulhofsprenger umprogrammiert habe, damit seine Rede ins Wasser fällt. Du bist mir doch hoffentlich nicht böse. Oh, Himmel, nein. Ich will nur hoffen, dass du mir auch nicht böse bist. Ich war es, der das Gesundheitsamt aufgefordert hat, dreimal die Woche eure Cafeteria zu inspizieren. Und dieser eigenartige Computer abstürzt, als mein Bericht für die Regierung fällig war? Das war ich. Ach, und die Pornofilme in meiner Schulbibliothek, von denen keiner wusste, woher sie gekommen sind. Meine Idee. Und der Stromausfall, das war auch ich. Der anonyme Brief an den Bürgermeister. Oh. Moment mal. Das war doch ich. Parker, sieht aus, als ob das Loveboat gleich gegen einen Eisberg kracht. Spiel's nochmal, Al. Ich spiele auch auf Konfirmation und Hochzeiten. Das war knapp. Zu knapp, Sir. Grace, sieh dir dieses unendliche Wunder des Lebens an. Männer, die durch Disziplin zur Blüte kommen. Männer, die der Sauberkeit als dem höchsten gemeinsamen Ziel huldigen. Oh, Norman. Du zeigst mir all das, was ich bis jetzt nur aus Büchern kannte. Komm, Grace. Komm mit in meine Welt. Ich habe einen Mann. Oh, wenn du wüsstest, wie sehr ich mich danach gesehnt habe, das sagen zu können. Oh je. Oh, nein, nein, nein. Das ist vielleicht etwas persönlich, aber ich möchte mich gerne mitteilen. So ist das eben. Verliebte wollen alles teilen. Fragt sich nur, wie lange. Louis, ach, endlich hat mich ein Märchenprinz aus meinem Dornröschenschlaf geweckt. Der Prinz hatte nämlich einen Liebesbrief von mir bekommen.
Ich habe nie einen Liebesbrief geschickt. Sie hat den Verdacht, dass ich es war, kann es aber nicht beweisen. Ich bin aus dem Schneider. Andererseits ist sie überglücklich und vor allem zahm. Genau das wollte ich doch, oder? Warum soll ich nicht abkassieren? Er ist von mir. Ich habe ihn geschickt. Ich danke dir, Parker Lewis. Oh, wie dankbar ich dir bin für mein neues Leben. Sei gesegnet. Oh, Hanky. Parker, sag bloß, du hast es ihr gesagt. Sie sind ein besserer Mensch als ich, Sir, wenn ich mir den Kommentar erlauben darf. Was für eine Woche. Die Musso schwebt in ihrer Märchenwelt und das Leben auf der Santo Domingo ist traumhaft. Ja, ich weiß, aber ich kann erst dann den Job in Washington übernehmen, wenn ich einstimmig gewählt worden bin. Eine Stimme fehlt noch. Ja, diese Pest von Masse schon wieder. Wer sonst? Nur keine Sorge, ich habe einen sehr guten Weg gefunden, wie ich die Stimme dieser Hexe bis nächste Woche gewinne. Oh, man könnte sagen, ich arbeite Tag und Nacht an ihr. Oh! Moment mal. In diesem Märchen läuft alles falsch. Und wenn Parker nicht gestorben ist, dann stirbt er sicher noch heute. Aber Miss Musso. Ich heiße Masso. Seit einer Woche sitzt kein Schüler mehr nach. Sie waren bei keiner 3 Uhr Razzia im Gang anwesend. Und die abscheuliche Brut amüsiert sich öffentlich über mich. Als Sonderbeauftragte der Schuldirektor... Norman meint, dass ich ab jetzt keinen Sonderbeauftragten mehr brauche. Aber Miss Musso, Norman meint, dass die Autorität allein bei mir liegen sollte. Bei allem Respekt glaube ich nicht, dass Dr. Pankow... Das... Du schweigst! Für mich ist Dr. Pankow ein Prophet. Und wenn mir auch nur die kleinste verächtliche Bemerkung zu Ohren kommt, egal ob von dir oder sonst jemandem, dann bin ich für meine Taten nicht mehr verantwortlich. Prognose? Wenn du die Musso vor Pankow warnst, schiebt sie dir die Schuld zu, dreht durch und sprengt die Schule in die Luft. Alternativen? Wenn sie die Musso nicht vor Pankow warnt, schiebt sie ihnen die Schuld zu, dreht durch und sprengt die Schule in die Luft. Gentlemen, fertig zum Uhrenvergleich. Operation, kalte Dusche. Miss Musso lebt wohl noch im finstersten Mittelalter. 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 Weitere Meldung. Ein Dutzend Waisenhäuser und ein Kinderheim wurden heute vom Hurricane Norman dem Erdboden gleichgemacht. Wenn er seinen gegenwärtigen Kurs einhält, wird Norman das älteste Altenheim an der Westküste Floridas zerstören. Ist alles okay, Miss Mus? Masso? Weißt du, was komisch ist? Überall, egal wo, sehe ich und höre ich Norman. Er geht mir einfach nicht aus dem Sinn. Vielleicht ist das, wenn man liebt, immer so. Erste Phase gescheitert. Beunruhigt? Gar kein Problem. Man greife zum Muskelprotz. Grace, du siehst genauso aus wie früher. Ich hab dich seit unserem... Seit dem College haben wir uns nicht mehr gesehen, Randy. Was hast du gemacht seitdem? Erzähl mal. Nach dem Abschluss war ich für eine ganze Weile beim Militär. Und jetzt? Jetzt versuche ich es mit einem Medizinstudium. Wenn du meinen Nervenarzt brauchst. Danke, Randy. Bye, bye. Bis dann. Merken. Erkundigungen über Sommerjob im Bergwerk einholen. Oh, was für eine Überraschung. Eine Leopardenfelljacke. Gefährdete Spezies. Wunderschön, aber machtlos. Schönheit ist Machtmissbrauch. Oh, wie du das sagst. Aber ich habe auch ein Geschenk für dich, Grace. Es geht um das Alphabetisierungsprogramm, das du durchsetzen wolltest. Ja? Ich habe meine Einwände fallen lassen. Du kannst es haben, Grace. Oh, Norman! Ist das wahr? Wie kannst du denn nur so selbstlos sein? Grace, was hat eine Stimme schon zu bedeuten, wenn zwei Herzen füreinander schlagen? Ich weiß, dass du dasselbe für mich tun würdest. Das würdest du doch. Weißt du was? Morgen nach dem Schulkomitee-Treffen wollen wir endlich mal einen Ausflug machen, ja? Ich habe am Sky Lake eine kleine Hütte. Wie schön. Pankow muss gestoppt werden. Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Höhle des Löwen.
Louis, so treffen wir uns wieder. Dr. Penko, wie deine Meuterei erstickt. Touché. Touché. Ich wollte eben anfangen zu trainieren. Fechtst du auch, Louis? Klar, ständig. Fechten ist der perfekte Sport für den Mann. Er vereinigt die Strategie des Schachspiels, die Anmut eines Balletts und die Tödlichkeit von Kampfsportarten. Ich bin das Schwert. Ich weiß, was Sie mit Miss Musso vorhaben. Ich will dir was sagen, Louis. Ich denke pragmatisch. Ich tue alles, um mich durchzusetzen. Das kann man mir nicht übel nehmen. Ich bin konsequent. Du dagegen bist aus der Rolle gefallen. Für einen Moment warst du schwach und hast der Masso gestanden, dass du den Liebesbrief gefälscht hast, den ich so brillant für mich nutzen konnte. Du bist schwach geworden, Louis. Du hast es vermasselt. Jetzt musst du durchs Feuer gehen. Und Dr. Penko geht nach Washington. Punkt für Penko. Und was ist mit Miss Musso? Was ist mit ihren Gefühlen? Bedeutet sie ihnen gar nichts? Lass mich mal überlegen. Nein, nicht, dass ich wüsste. Dr. Penko? En garde. Penko hat recht. Ich hab's vermasselt. Nicht etwa, weil ich die Schuld gestanden habe. Ich hätte den Brief überhaupt nicht schreiben dürfen. Höchste Zeit, das in Ordnung zu bringen. Penko hat's doch nur auf ihre Stimme abgesehen. Dafür macht er alles, Miss Musso. Das wollte ich Ihnen nur sagen. Oh, du hast viel Fantasie, Louis. Ich wette, Spielberg würde dir die Filmrechte abkaufen. Miss Musso, das ist wahr. Warum versuchst du mir eine Beziehung kaputt zu machen, nach der ich mich bereits seit etlichen Wochen sehne? Miss Musso, glauben Sie mir, ich möchte bloß verhindern, dass Sie morgen lächerlich gemacht und verletzt werden. Ich fühle mich für Sie verantwortlich. Oh, jetzt muss ich aber wirklich lachen, Louis. Grace, du siehst heute blendend aus. Verehrte Anwesende, Dr. Penko hat Miss Musos Alphabetisierungsprogramm nun doch seine Zustimmung gegeben. Und nun entscheiden wir über das Urlaubsjahr für Dr. Penko. Alle, die damit einverstanden sind, dass Dr. Penko in dieser Zeit das Bundeserziehungsforum übernimmt, Grace? 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 Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Es sind nur 2 Stunden bis an den Sky Lake. Nein. Ich bin für einen warmen Händedruck. Norman? Das war's, Grace. Du meinst, jetzt, nachdem du endlich meine Stimme hast, ist alles aus mit uns? Ja, ich bin ganz schön fies, findest du nicht? Oh. Du glaubst nicht, wie erleichtert ich bin. Für eine Weile hatte ich wirklich die Befürchtung, dass du in mich verliebt bist und mein hübscher kleiner Plan deshalb noch schief geht. Du hattest einen Plan? Ja. Und jetzt möchte ich dir danken, dass du deine Meinung doch noch geändert hast und meinem Alphabetisierungsprogramm deine Zustimmung gegeben hast. Du hast mich benutzt. Ich bin ganz schön fies, findest du nicht? Okay, jetzt haben wir wohl beide, was wir wollten. Du bist eine ganz erstaunliche Frau. Oh. Weißt du, Grace, wahrscheinlich willst du mir das nicht glauben, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl gehabt, irgendwas für dich zu empfinden. Ach, das rührt mich. Hast du nicht auch was gefühlt, wenn du ehrlich bist? Ich find's schade, dass es mit uns nichts werden konnte. Weißt du, ich glaube fast, dass es immer so ist bei Menschen, wie wir es sind. Bei Menschen mit großen Zielen. Ach, übrigens, was deine großen Ziele betrifft, es hat eine kleine Änderung gegeben.
Wahrscheinlich warst du viel zu beschäftigt, mich rumzukriegen, sonst hättest du es bemerkt. Dein Bundeserziehungsforum in Washington. Ja, Beth? Ist jetzt ein mobiles Einsatzbüro. Was soll das heißen? Das ist ihre neue Wirkungsstätte, das soll es heißen. Herzlichen Glückwunsch, Panky. Hiermit fahren Sie das nächste Jahr zu den heruntergekommensten Schulen in der allerfinstersten Provinz. Auf Straßen, die man seinem ärgsten Feind nicht wünscht. Schau auf meinen Stimmzettel, Kleiner. Sie haben es also gewusst. Wieso haben Sie mir nichts gesagt? Ich habe Ihretwegen unheimlich geschwitzt. Ich verstehe. Sie haben mir also absichtlich nichts verraten. Ich habe mich aber gefreut, dass du versucht hast, mich zu warnen. Wirklich? Du hast mich irgendwie überrascht. Und wie Sie Penko aufs Kreuz gelegt haben, das hat mich überrascht, Miss Musso. Ich heiße Musso. Wissen Sie, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Erzähl mir das in 2 Wochen, wenn du mit Nachsitzen fertig bist. Frank, nimm die üblichen Verdächtigen fest. Ach ja, die Liebe. Ein gefährliches Spiel, wenn du es mit Leuten wie Musso und Penko zu tun hast. Ich will jedenfalls nichts mehr damit zu tun haben. Ihr glaubt mir nicht? Stimmt, ich kann's kaum erwarten. Was machst du denn da, Shelly? Daddy hat aus Versehen mein Matheheft weggeschmissen. Kannst du es irgendwo sehen? Meinst du vielleicht dieses Heft da? Weiter. Ah! Moment mal, hier liegt es doch. Parker! Mr. Lewis? Mr. Randall? Hallo?